Peng, Servus und Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Trains in World, aktuell noch im vierten Teil und dann wohl gleich bald im fünften Teil, gelle? Und yo, Freunde, ich weiß, über die letzten Wochen gab es nicht wirklich viel neuen Content zu Trains in World hier auf unserem Kanal. Lag letztlich daran, weil ich in meinem Real-Life-Business im maximalen Endstress unterwegs gewesen bin und zudem hatte ich die letzten 2,5 Wochen auch noch Urlaub gehabt, war abwesend gewesen, bin trotzdem happy darüber, dass ich während meiner Abwesenheit während meiner Urlaubszeit zumindest noch Transport Fever 2 im 3-Tages-Takt mit neuen Videos hier auf unserem Kanal laufen lassen konnte. Und jo, bin jetzt eben entsprechend auch glücklich darüber, dass ich zurück nach meinem Urlaub an meinem kleinen YouTube-Arbeitsplatz bin und dann mich jetzt wieder auch dem Thema Trains in World widmen kann. Und es gab in der nahen Vergangenheit durchaus noch einige spannende Updates hinsichtlich neuer DLCs. Sind Züge auch DLCs? Schon, gell? Hinsichtlich der Baureihe 218, hinsichtlich der Baureihe 101 des Expert mit dem dazugehörigen IC-Steuerwagen. Und dann natürlich mit Blick in die Zukunft steht unmittelbar Trains in World 5 in den Startlöchern. Und von daher dachte ich, machen wir heute mal kein reguläres Let's Play-Video zu Trains in World, so wie ihr sonst von mir gewohnt seid, sondern talken wir doch einfach mal ein bisschen, sinnieren wir mal ein bisschen. Da gibt es so einige Themen. Viele von euch fragen immer wieder nach, yo, Checko, welche Strecken hast du denn eigentlich alle? Was für Züge hast du denn eigentlich alle? Und von daher machen wir eine kleine, wie sagt man, Stippvisite. Ich generiere mal einen kleinen Status Quo, ganz kurz und knapp für euch, damit wir mal gemeinsam checken, sichten, welche Züge und welche Strecken ich in Trains in World besichte. Das Ganze fokussieren wir einfach auf den deutschsprachigen Raum, mehr oder weniger auf DACH, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und dann werden wir nochmal in den Steam-Workshop, wollte ich schon sagen, in Steam einsteigen und uns die Baureihe 218 gönnen. Das machen wir gleich direkt zusammen in diesem Video, dass ich mir die gute 218 kaufe und downloade. Und ich hoffe dann am Ende des Videos einfach noch was Kleines zur 218 mal mit ranschnippeln kann, während ich die Erstbesichtigung dieser Lokomotive mache. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle schon, aber ich eben noch nicht. Und dann geht es vor allem natürlich darum, dass wir den Blick nach vorne in Richtung Trains in World 5 legen. Und da werde ich heute auch gleich vorbestellen, gemeinsam mit euch in diesem Video. Und die große Preisfrage ist natürlich, was wird sich der Checko denn gönnen? Standard, Deluxe oder Speziale Grande? Und darauf würde ich dann auch noch ein bisschen eingehen wollen, warum ich was mir jetzt hier wie bestelle. Und es wird etwas ernüchternd sein, muss ich euch aussagen, aber verfahren wir mal Step by Step und steigen einfach mal ein. Und vielleicht sei noch gesagt, wenn ihr noch nicht abonniert habt, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da, Freunde, würde ich mich riesig drüber freuen, ganz nach dem Motto, auch Support ist kein Mord und tut nicht weh. Und des Weiteren freue ich mich natürlich über eure Likes und Kommentare. So, auf geht's, also mal ein schneller Einblick, Überblick, was ich denn alles an Strecken und Züge besitze. Wir steigen mal mit den Strecken ein und ich fliege einfach mal ganz schnell durch, ja. Nahverkehr Dresden, Semmeringbahn, Bahnstrecke Bremen-Oldenburg, Berliner Linie, Bahnstrecke Salzburg-Rosenheim, Ruhr-Sieg-Nord, Niddertalbahn, Maintalbahn Aschaffenburg-Miltenberg, Main-Spessartbahn, Hauptstrecke München-Augsburg, Hauptstrecke Hamburg-Lübeck, Dorn geht's weiter, Hauptstrecke Rhein-Ruhr, linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz, Rhein-Ruhr-Osten, Rapid-Transit und dann runter Schnellfahrstrecke Köln, Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg, Taranta-Rampe Dresden-Chemnitz und dann sind wir fast am Ende. Hier unten ist noch die S-Bahn Vorarlberg mit drin. Jo, Freunde, und wenn ich mich nicht vertan habe, fehlt mir eigentlich noch die Arosa-Linie, Kur-Arosa, aus Zeiten noch von Trains in World 1, glaube ich. Die ist noch nicht in meinem Repertoire und zudem fehlt mir noch die S-Bahn Luzern-Sursee. Auch entsprechend Schweizer Linie, Schweizer Strecke. Aber sonst wüsste ich nicht. Also wenn ihr sagt, mir fehlt hier noch irgendwas aus dem deutschsprachigen Raum an Streckenmaterial, dann schreibt es gerne mal rein, würde ich mich freuen, was ihr noch sagt, was mir noch fehlt. Gut, so viel mal auf die Schnelle dazu. Vielleicht noch, was sind meine favorisierten Strecken? Die Frage kommt auch immer wieder. Ich kann es euch nicht so genau sagen. Ich mache mal die Top 5. Das wäre für mich ganz klar Nahverkehr Dresden. Dresden-Riesa finde ich sehr geil. Dann Hauptstrecke München-Augsburg finde ich auch sehr geil. Dubioserweise habe ich erst vor kurzem kennengelernt, die alte Strecke, ich glaube aus noch dem ersten Teil von Trains in World, Ruhr-Sieg-Nord,
Finde ich auch mega. Da ist so viel Gleisinfrastruktur drin hier in dieser Strecke und so viel eigentlich schon Liebe zum Detail mit Blick auf die Streckenrandgestaltung. Also das ist schon krass. Dann finde ich die Semmeringbahn auch noch sehr, sehr nice. Einfach wegen dem Alpenpanorama. Alpenpanorama, sind es die Alpen da hinten? Ja klar, hinsichtlich einfach auch der Berge, die man sieht und den ganzen Viadukten und Tunnels, die man passiert, wenn man auch Viadukte eigentlich in der direkten Lokführerperspektive ja gar nicht so detailliert umfangreich sieht. Und dann finde ich auch noch die linke Rheinstrecke Mainz-Koblenz tatsächlich sehr cool, muss ich schon sagen, Eisenbahnromantik pur. Möchte aber noch als Nachbrenner bringen, auch Hauptstrecke Rhein-Ruhr, Rhein-Ruhr-Osten, Schnellfahrstrecke Köln und Taranta-Rampe sind schon sehr gut und S-Bahn Vorarlberg ist auch nicht schlecht. So, und eigentlich würde ich Rapid-Transit auch mega finden, wenn diese Strecke nicht so mordsmäßig verbuggt wäre. Also, jetzt habe ich doch relativ viel Linienstrecken genannt, gell, die ich gut finde. Sei es drum, gehen wir mal rüber in die Zughalle und checken mal das Rollmaterial aus. Ich fliege hier auch einfach ganz schnell mal drüber hinweg. Lasst euch nicht irritieren, dass hier der orange Banner noch hinsichtlich neu gesetzt ist. I don't know. Ab und zu gibt es ein Update, wo dann Trains in World ein bisschen spackt und hier entsprechend einige Züge als neu markiert. Ich weiß nicht. Also, wir haben die Baureihe 442, den Talent, dann den Allegra, dann die Baureihe 642, dann die Baureihe 204. Dann geht es hier unten schon weiter mit der Baureihe 612, der Baureihe 425, der Baureihe 423, die Baureihe 628 in verschiedenen Lackgebungen, wobei da gibt es natürlich noch mehr Lackgebung im Hintergrund, bedingt der Repaints, die es natürlich noch gibt im Creators Club. Dann die Baureihe 401, die Baureihe 406, die Baureihe 403, die ÖBB 1116, die Baureihe 1442, die ÖBB 4024, den Karlsruher Kopf als 463, dann die Baureihe 110, Baureihe 155, Baureihe 111, die G6, die Baureihe 187. Das ist jene Lokomotive, die ihr euch am ehesten ersparen könnt in Trains in World. Absolut schlecht gemacht, keine gute Lokomotive hier in diesem Spiel. Dann haben wir die Baureihe 365, Baureihe 185, den Steuerwagen, den Dosto-Steuerwagen, die 766. Dann noch hier unten die Baureihe 143, Baureihe 112, Baureihe 103, Baureihe 182, Baureihe 185, nochmal 363. Und dann hier unten noch die sehr herrliche Baureihe 101 und die Baureihe 422, Baureihe 146, nochmal 185, die Baureihe 193, die Vectron, auch sehr cool. Und jo, that's it. Auch da schmeißt gerne mal eure Kommentare rein, wenn ihr sagt, hier fehlt noch maßgeblich was. Die 218 gönnen wir uns jetzt gleich und zu 101 sei zu sagen, ich habe die normale Variante, nicht die Expert-Variante und damit auch noch nicht den IC-Steuerwagen. Das Geld ist es mir dahingehend nicht wert, als dass ich eigentlich schon eine gute Lokomotive habe und die Expert-Variante ich sowieso nur kaum bis gar nicht bedienen könnt. Heißt, mir würde eigentlich nur der Steuerwagen mit reinspielen. Und den kann ich mir nicht für einen aktuellen Vollpreis von ca. 35 Euro kaufen oder was es kostet. Von daher warte ich einfach bis auf den Sale und dann schlage ich zu. Und dann finde ich es immer noch teuer mit Blick auf dessen, dass ich wirklich nur den Steuerwagen gern hätte. Aber nun gut, also that's it, so viel mal dazu. Dann, was habe ich noch zu sagen? Eigentlich nichts, als dass wir sagen, wir schwenken mal rüber. Und ja, normalerweise wäre ich ja ein Sparfuchs und würde auch für die Baureihe 218 auf den Sale warten, aber wie gesagt, heute gönnen wir uns mal was und hier seht ihr schon meine Favoritenspiele, die ich hier eigentlich generell in Steam angelegt habe und ohne Kategorie sind es nochmal 13, die dahinter hängen, will ich euch aber nicht weiter mit volltratschen. Hier, wir gehen mal rein in Trains in World und checken dann mal ab, Zusatzinhalte, da müsste die Baureihe 218 noch relativ weit oben sein. Hier ist natürlich eben entsprechend jetzt erstmal die 101 mit dem dazugehörigen Steuerwagen und dann gibt es vieles aus UK. Wo ich sage, würde ich auch gerne spielen, aber ich kenne mich einfach vor allem mit den PZB-ähnlichen bzw. mit den Zugsicherungssystemen nicht aus, als dass ich hier die Züge halbwegs adäquat über die Gleise bekommen würde. Von daher spiele ich es einfach nicht und ich glaube, die meisten von euch interessiert es tatsächlich auch nicht. Logisch, deutschsprachiger Raum, eben entsprechend deutschsprachige Strecken, die von euch fokussiert werden. Also, ich wusste gar nicht, 18 Euro kostet die gute, verdammte Axt. Na gut, denn... gönnen wir uns die mal. Ach, wir machen einfach Ton aus. Und gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Eigentlich nicht, oder? Ab rein in den Warenkorb. Für meinen Account meinen Warenkorb anzeigen. Ja, und dann kaufen wir erstmal weiter zur Zahlung.
Zustimmen und Zahlen, Check, passt. Gekauft, dann kann die erstmal jetzt runtergeladen werden. Und jo Freunde, bei meiner Bambusleitung wird das eigentlich alles nicht so schnell gehen. Aber gefühlt finde ich schon krass, dass er hier gerade so gut klarkommt. Na gut, soweit mal dazu. Gehen wir mal rüber in das Thema Train Sim World 5. Train Sim World 5. Und was ich da schon sehe, ist, dass er mir hier jetzt unter dem Aspekt von Train Sim World 5 auch Rapid Transit abbildet. Da wäre meine Frage in eure Richtung. Wisst ihr, ob Rapid Transit jetzt nochmal wirklich überarbeitet wurde, frisch gemacht wurde, um hier nochmal auf eine solide neue Strecke oder geupdatete Strecke in Train Sim World 5 einzusteigen? Kann das sein? Oder ist es wirklich noch mehr oder weniger 1:1 genau der alte Plunder wie früher aus Zeiten von Train Sim World 1? Dass wir grafisch die Strecke nicht auf den Standard von Train Sim World 4, geschweige denn 5 heben können, gar keine Frage. Aber eventuell ist die Strecke einfach inhaltlich nochmal ein bisschen überarbeitet worden, sodass einfach die ganzen Bugs, die drin waren, verschwunden sind. Wenn ihr da eine Antwort für mich habt, wäre sehr spannend zu wissen, zu erfahren. Danke vorab dafür. Denn wenn diese Strecke jetzt wesentlich besser funktionieren sollte und nicht mehr so verbuggt wäre, dann kommt die tatsächlich mit dem Leipziger City-Tunnel definitiv auch auf meine persönliche Favoritenliste unter die Top 5, vielleicht unter die Top 6. Gut, so viel dazu. Wir gehen mal rein in Train Sim World 5. Und Sound ist aus, passt. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, entsprechend Standard, Deluxe oder spezielle Grande zu kaufen, zu ordern, vorzubestellen. Und ich will nicht nochmal auf alle Details eingehen. Da gibt es viele schöne Videos von diversen YouTubern, die da auch fachlich und kompetenztechnisch viel tiefer in die Details drin stecken als ich. Aber wir schwenken mal hierher und wir gucken uns gerade mal die Standard-Edition an. Und hier ist es so, das Training Center ist dabei, drauf geschissen, das brauche ich nicht. Dann die San Bernardino Line aus USA, die brauche ich auch nicht. Dann die London Milton Keynes Linie aus UK, die brauche ich auch nicht. Aber dann ist eben halt hier Frankfurt Fulda mit am Start und da gehen wir gleich mal genauer drauf ein. Wenn wir uns mal jetzt die Deluxe Edition anschauen, dann ist hier eben entsprechend noch die Avanti West Coast Pendolino Linie oder nur der Zug mit bei, ich weiß es gar nicht, aber für mich nicht relevant. Und der Flixtrain mit der Baureihe 193 und den dazugehörigen richtigen Waggons, natürlich in der Flixtrain-Lackgebung, ist auch am Start, wo ich aber sage, die 193 kann ich mir auch mit einem gutes Repaint klar machen und die dazugehörigen Waggons, dann nehme ich einfach die vorhandenen Intercity-Waggons in einem Paint von Flixtrain und dann reicht mir das persönlich. Also habe ich damit mit Blick, dass hier noch der Canyon Pass drin ist, den ich auch nicht brauche, nicht die Not, wirklich die Deluxe-Variante zu kaufen, Freunde. Die ist eigentlich gefühlt raus. Viel eher würde ich mir denn den Flixtrain nochmal separat kaufen, wenn er irgendwann mal irgendwie direkt in einem Sale super günstig verfügbar wäre. Ansonsten kann ich auf den verzichten. Und wenn wir auf die spezielle Grande Edition schauen, da sage ich auch natürlich, wäre das hier ein Paket für jemanden, der noch gar nichts von Train Sim World besitzt und hier komplett neu einsteigt. Ich glaube, der ist dann wirklich ganz gut bedient. Preis-Leistungs-Verhältnis wäre hier dann wirklich sehr, sehr cool. Von daher meine Empfehlung an alle, die in Train Sim World jetzt erst einsteigen wollen und das nötige Kleingeld haben, aber ansonsten eben auch nicht. So, von daher eigentlich klar, was ich tun werde. Ich gönne mir einfach nur 0815 die Standard-Edition und schaue, ob ich später noch den Flixtrain irgendwie nachkaufen werde. Und wenn wir nochmal in der Standard-Edition jetzt auf Frankfurt Fulda im Detail ein Stück weit eingehen an der Stelle, dann sage ich, ihr wisst es, ich bin bei weitem nicht der maßgebliche Kompetenzträger zu Train Sim World oder auch zur Eisenbahn, aber ich sage einfach mal, 103 Streckenkilometer finde ich mal schon adäquat, ganz cool, mit 24 möglichen Stationen, ganz cool. Und dann hier die Baureihe 411, der ICET, sage ich, nehme ich schon mit, ja, ich kenne den tatsächlich gar nicht so gut, ich bin nie im Real Life mit diesem ICE gefahren, mit der Pendel, mit der Neigetechnik. Irgendwie hätte ich mir denn doch lieber eher den ICE4 gewünscht, anstatt hier den ICET, aber vielleicht überzeugt es mich am Ende noch, wenn ich dann erstmal hier am Fahren sein werde. Die Baureihe 114 bin ich mir auch nicht sicher. Eigentlich, ich für mich denke, ich bin mit der Baureihe 112, die ich bereits besitze, gut bedient, als dass das hier keinen großen Unterschied machen wird. Die 146, klar und selbstredend.
haben wir schon die Doppelstockwagen, haben wir schon die Baureihe 193, haben wir schon jetzt wohl mit einer reellen DB-roten Lackierung, Lackgebung, okay, aber that's it, das wäre es dann gewesen. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn, wir klicken einfach wieder hier, denn in dem Fall auf Trains in World 5 Standard Edition, bestellen uns das Ding vor. Muss auch sagen, wir haben hier denn nicht mal 5 Tage vor Veröffentlichung, vor eigentlichem Release, die Möglichkeit zu zocken, weil das gibt es erst ab der, jetzt muss ich kurz selber wieder schauen, ab der Deluxe Edition, dass du schon 5 Tage früher spielen kannst. Aber wenn ich jetzt hier schon heute mit der Baureihe 218 so mordsmäßig hinterherhänge, dann stört es mich hier an der Stelle auch nicht, wenn ich eben erst wieder der Nachzügler wäre. Also, mein Warenkorb anzeigen, wir kaufen noch mit 10% Vorbestellungs- und eigentlich auch Treue-Rabatt, nochmal Treue, Stammkundenrabatt, auch nochmal 10%. Mal gucken, wie und wann ich zu denen kommen werde, zu diesen dann zweimal 10%. So, gekauft, Freunde, Trains in World 5 ist dann jetzt auch in meinem Repertoire. Ich freue mich auf die Strecke Frankfurt-Fulda und bin gespannt, was da auf uns zukommen wird. Gut, dann könnte ich jetzt eigentlich Trains in World wahrscheinlich nochmal kurz beenden, oder ist die Lok zufälligerweise schon direkt und unmittelbar drin? Nicht, dass ich wüsste, gell? Wir geben mal ein, 218. Nee, ich starte mal neu. Macht auch Sinn. Ju, zurück im Game, dann schauen wir mal, ob die 218 aufschlägt, ab zu den Zügen, via Zughalle, via Fahrplan und peng, direkt mit dem Cursor rauf, Baureihe 218, ja, very welcome, sehr cool, freue ich mich, dass die jetzt hier mit am Start ist, grundsätzlich wohl ausgelegt auf Hauptstrecke Hamburg-Lübeck, warum dem auch so sei, und fahren regulär nach Fahrplan, können wir die 218 auf der Schnellfahrstrecke Köln, Ruhr-Sieg-Nord, Maintalbahn, Main-Spessart-Bahn, Hamburg, Lübeck, München, Augsburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Ruhr-Ost, Nahverkehr Dresden. Okay, cool, finde ich okay. Kann ich mit leben, kann ich mit arbeiten. Was mir persönlich noch fehlt, wäre tatsächlich auch, dass es reguläre Fahrpläne gibt für die linke Rheinstrecke, Mainz-Koblenz. Irgendwie, da gibt es zu wenig reguläres Rollmaterial, was man auf der Strecke bewegen kann, nach originalen Vanilla-War-Fahrplänen. Schade, aber dem ist dann halt so. Ich weiß gar nicht, ob mit Real Life die 218 tatsächlich auf der linken Rheinstrecke mal gefahren ist oder ob dem auch gar nicht so war, dass das entsprechend auch hier nicht umzusetzen wäre. Nun gut, dann gucken wir nochmal ganz kurz rein. Wir wählen einfach aus Hauptstrecke München-Augsburg und wählen mal einen Zug nach Ulm, hätte ich gesagt. 15:34 über 47 Minuten, sei es drum. Wir gucken, wir wagen bloß einen schnellen Blick rein. Da sind wir, Freunde. Ab auf Beginnen. Geil. Okay, freue ich mich. Ich habe keine Ahnung, wie die 218 funktioniert. Tatsächlich so eine schöne Lok und in Transport Fever 2 benutzen wir die unheimlich oft. Aber ja. Ansonsten von Tuten und Blasen habe ich wirklich gar keine Ahnung. Zur 218. Ich werde definitiv erstmal das Trainingsmodul absolvieren müssen. Aber läuft, Freunde. Gut. Geil. Okay, das soll's soweit mal gewesen sein bis hierher, Freunde. Wie gesagt, heute mal ein bisschen geschwurbelt, bisschen getalkt, bisschen sinniert. Gar keine große Sache. Und ja, dann im nächsten Trains in World Video wird es regulär weitergehen. Wahrscheinlich nochmal in Trains in World 4, hier eben entsprechend auf der 218 oder mit sonst was. Und ich kann nur noch sagen, vielen lieben Dank fürs Reinschalten. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt und sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich über eure Likes und Kommentare. Und vielleicht an der Stelle hinsichtlich auch Trains in World ein paar spezielle Danksagungen noch schnell meinerseits in Richtung Cat Gaming, Tom alias Space Monkey, Lukas L., die liebe Easy, der liebe Fight, Herr Commander, an den Micha, an den Mike, an den Ray, an den Matteo, Tobi, Benny, Malix, André und an alle anderen,
die immer wieder gerne hier reinschauen zu Trains in World, welche ich jetzt vergessen habe. Freunde, danke für euren Support, danke für eure Klicks, danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video. Ciao, Servus und Baba, der Checo. You're in my head, 'cause you're in my head.